Hallo zusammen, für einen spassvollen Event mit viel Geschmack für Familien und Freunde, schau dir das an. Wir brauchen noch ein bisschen Kleinholz für unseren Smoker. Der neue Cactus Express. Komm, ich zeig dir ihn. So, die letzten Holzsitze sind geschnitten und gehackt bereit zum Einheizen, und zwar unser Cactus Express. Da ist der Feuerofen, der Brennofen. Mache ich auf und jetzt laden wir, damit wir anzünden können. Und dann unser Fleisch laden. Und in ein paar Stunden sind wir parat. Und dann läuft es mir schon da oben runter. So, das Holz ist geladen. Alles parat. Jetzt machen wir zu. Nachher können wir dann einheizen, anführen. Und die Luft regulieren wir hier über den Schieber. Wir können so den idealen Luftstrom bewirken, um die richtige Hitze zu haben. Oben haben wir hier das Ofenabteil mit drei Rösten. Und wir können unsere Ribs rein tun. Und schön langsam, low and slow, garen. Und auch hier haben wir dann wiederum einen Schieber, wo wir die Luft regulieren, die Temperatur regulieren. Und das ist das kleine Chemie, das wir nachher auch auftun können, wenn wir eingeheizt haben. So, jetzt stehen wir vor unserem Prachtexemplar, dem Cactus Express. Mit unseren drei Thermometern überwachen wir die Temperatur im Garraum rein und können so auf über 3 Meter Länge, Grillrostlänge, können wir laden. Und zwar in der ersten Kabine und in der zweiten Kabine. Und hier können wir laden. Und garen im Holzfeuer auch. Und das ist das, was das super Geschmack macht. Kommen wir mit, ich zeige euch noch etwas mehr. Und dass der Cactus Express funktioniert, müssen wir natürlich das Chemie noch aufmachen, damit der Rauch von unserem Holzfeuer schön raus kann und wir bereit sind, dass er aufheizen kann und wir jetzt gehen laden. Sofort, jetzt habe ich nämlich Hunger. So, jetzt zünden wir den Cactus Express an. Und geben ihm ein bisschen Hitze. Jawohl! Und wenn es mal durch die Nacht geht und wir müssen etwas sehen, dass wir wissen, wo wir durchfahren, dann haben wir sogar unseren Skifahrer. Yes! Mit dem Cactus Express, den auch du auch mieten kannst, wird dein Event zu einem unvergesslichen Ereignis. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Schreib sie in die Kommentare. Ich möchte gerne antworten. Und wenn es dir gefallen hat, Thumbs up, gib mir dein Like. Und dann abonniere den Kanal, drück auf das Glöckchen und bleib in Kontakt mit uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.